Hallo, das ist Christine Köck. Sie macht die Videos für die Produktion Heute Abend Lola Blau. Hallo, das ist Isabel Stahl. Sie macht die Regie bei der Produktion Heute Abend Lola Blau. Heute Abend Lola Blau ist ein Musical von Georg Kreisler. Und Lola Blau ist ein junges jüdisches Mädchen, das sich mit Liebe und Leidenschaft im Theater verschrieben hat. Genauso wie wir. Genau, also es spielt im Zeitraum von 1938 bis ungefähr 1947. Lola Blau ist gerade mit ihrem Schauspielstudium fertig und möchte ihr erstes Engagement am Landestheater in Linz antreten. Und dann ergreift Hitler die Macht in Österreich, weswegen sie als jüdische Frau natürlich das Engagement nicht bekommt und auch nicht hingehen kann. Das Stück ist heute noch wichtig, weil es auf unterhaltsame Weise ein Stück Zeitgeschichte porträtiert und weil es eine Frau gibt, die so stark ist und die einfach ihren Lebenstraum weiter verfolgt und weitergeht, auch wenn ihr Riesensteine in den Weg gelegt werden. Thema Nationalsozialismus, Thema Dortmund, wir sind Dortmunder, ist das Stück einfach immer noch wichtig und Nationalsozialismus ist immer wichtig und gerade hier in Dortmund ist es auch ein sehr großes Thema und auch einfach ein sehr dickes Problem. Und es ist ein Stück, was diese politische Zeitgeschichte aufgreift und aufarbeitet und das aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und die Desi, die Lola spielt, macht das auch ganz toll. Und der Nico, der am Klavier sitzt, ist auch einfach großartig. Genau, die proben gerade in Berlin, die beiden. Noch dabei im Team, also Desiree spielt die Lola Blau. Der Nico wird der Pianist sein und kleine Rollen in dem Stück spielen. Dann haben wir den Jori Burger, der die Choreografie mit der Lola Blau macht. Dann haben wir die Theresa Mielich, die die wunderbaren Kostüme macht und jetzt auch schneidernd in Köln sitzt. Und dann haben wir noch die Anja Lichtenegger, die in Wien vor Ort ist und für die Bühne zuständig ist. Nicht zu vergessen, Leo, unsere, wir nennen sie immer die gute Fee für alles, weil sie macht alles, Regieassistenz, Inspizienz, Werbung, sie kann schneiden, sie macht den Ton, Kontrabass, ja, alles Mögliche. Also genau, Leo zählt auch zu unserem Team. Wir haben auch eine Videoebene dabei, die eben die Christine macht, die auch die zeitgeschichtlichen Sachen sehr gut miteinander verbindet und zusammenfasst, sodass es eigentlich ein Stück ist, wo man sich auf jeden Fall amüsieren kann, weil es sehr viel Unterhaltung ist, aber auch einen politischen Tiefgang hat. Wir brauchen für diese Videos Technik und Technik kostet Geld. Uns fehlt jetzt aber noch Geld für die Technik. Ja, helfen Sie uns einfach, dass wir die Techniker bezahlen können, denn daran hängt es noch so ein bisschen. Unterstützt werden wir unter anderem, das ist unser Plakat, vom Kulturbüro der Stadt Dortmund, die uns eine Anschubfinanzierung gewährt hat. Kulturbüro, ich mach nochmal, Kulturbüro, ich kann ja schneiden. Das Kulturbüro der Stadt Dortmund, die uns unterstützt. Ich wünsche mir, seien Sie auch dabei, seien Sie auch eine blaue Lola. Danke. Danke. Das war gut. Das war sehr gut. Das müssen wir. Muss ich noch irgendwas? Das Stück ist toll. Ja, super. Warte mal, das war jetzt ein schöner Satz. Ja, da ist nichts los. Sobald ich jetzt betrete, bin ich ganz konsterniert.